Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed 1 für den PC in 3D und in 2D. Wir haben letztens den wahnsinnigen den wahnsinnigen Psychopathen erlegt, der ja einfach mal so die Stadt verwüsten wollte, beziehungsweise alle Schriften verbrennen wollte. Im heutigen Part werden wir natürlich wieder ein Attentatsziel machen. Wie schon gesagt, werden wir es jetzt auch so machen, dass wir die Gelehrten retten und auch die Türme erklimmen, aber nicht mehr alle Ziele machen, um Informationen zu sammeln. Wir machen nur noch die drei Pflichtziele. Ja, weil nämlich wir kriegen keinen DNA-Balken mehr dazu. Wir haben die voll. Also bringt es eigentlich gar nichts, was zu machen, außer die Attentatsziele, um in der Story voranzukommen. Aber ja, die Karte zu haben und Verbündete zu haben, ist eigentlich recht angenehm. Seid gegrüßt, Altair. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siegmund. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akkor. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren. Die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften. Die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt. Und der Norden vor dem Johannestor. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Altair. Ja, Rafik. Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Ja. Also Alter, ihr ist wesentlich schlauer geworden, ne? Vielleicht färbt es auch ein bisschen auf Deathband ab. Gut. So, das Bürgerviertel. Dann tun wir uns als allererstes mal... Ich finde es ja gut, dass hier das Büro sozusagen an der Kreuzung zwischen allen ist. Und hypothetisch ist dieser DNA-Balken vor dem anderen, also dieser... Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Ja. Der Bug im Animus. Ja, oft. Der Witz ist, Ubisoft tut das Ganze ja etwas mit Humor nehmen. Die wissen, dass Assassin's Creed sehr verbuggt ist. Die Begründung dafür ist, weil ja Assassin's Creed vor allen Dingen in der Vergangenheit spielt und der tatsächlich normale Part nicht so stark verbuggt ist, weil er auch fast kein Gameplay hat. Alle Bugs sind auf die Animus-Version von der Organisation zurückzuführen. Von Abstergo. Die können einfach nicht. Das will ich sehen, dass du dir meinen Kopf holst. So, jetzt muss ich gerade gucken. Da. Ich warte immer noch auf die Situation, wo er seine Frau trifft. Seine zukünftige. Ich werde auch höchstwahrscheinlich die normalen Missionen machen und nicht diese Dinger. Nämlich die sind, soweit ich weiß, in der PC-Version neu dazugekommen. Nämlich ursprünglich gab es eine Konsolenfassung und da gab es immer nur 3 Stück. Das bedeutet, die Informanten-Herausforderung Drachrennen oder die Informanten-Herausforderung gab es generell nicht. Ich finde es ja schön, dass die nicht notwendig sind. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu bedienen. Ja, ja, ja. Dürft ihr euch
Ich komm gleich hinten. Wir machen nur schnell diesen Ort hier synchronisieren. Das ist jetzt wirklich allein wegen des Gameplays technischen Willen. Die gehen fast mal sogar die Türme nur so weit, bis wir alle Dinger sehen. Alle drei normalen. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Okay. Oh Gott, ich kann mich an das Ding erinnern. Das Problem ist, Alter, ihr kann aufgrund eines Animus-Bugs nicht schwimmen. Das heißt, er darf Wasser nicht betreten. Er ist wie Spyro. Sagte er und platschte rein. Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten. Wo bin ich? Ist wahrscheinlich beim letzten genau Synchronspunkt. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier einigermaßen durchkommen. Aber tatsächlich glaube ich, dass diese Grundgedanke, die halt wirklich einbauen mit, dass es eigentlich eine virtuelle Welt ist. Und das haben die vielleicht ein bisschen zu extrem genommen. Oh. Gott, ich muss gucken, dass ich dich versehentlich. Ah! Ein. So. Aha. Seht aber nicht, dass ich den Templer erledigt habe. Lustig. Okay, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Ah, der Kantenmaler war wieder da. Da können wir uns hochklettern. Aha, da haben wir eine der drei normalen Punkte. Die Befragung. Bin sogar überlegen, ob ich da die Bürger überhaupt retten soll. Klingt jetzt gemein, aber es ist alles unnötig jetzt geworden. Weiter mit, ich habe ja nichts dagegen gehabt, alles zu machen, aber ich finde einfach, es gibt keine direkte Belohnung mehr.
Und das ist traurig. Okay. Toll. Ganz ehrlich, jetzt habe ich ein Problem. Das ist jetzt echt buggy. Normalerweise sollte er einfach nur geradeaus laufen können. Vielleicht geht's ja jetzt. Weil ihr seht ja, dass... Ja, jetzt geht's. Ja, Gesundheit. Nein! Wieso läufst du? Gott! Was für ein nerviger Spießrutenlauf und garantiert wird das wichtig beim Angriff. Gott, das ist ein Spießrutenlauf jetzt. Oh weia. Da habe ich mich jetzt aber kräftig reingepackt. Ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner. Wenn ihr mich entschuldigt, ich renn einfach weg. Ah, ich find's immer wieder so lustig. Wie die Leute aber auch blöd sind. Nö. Ich ignoriere euch einfach. Ja. Geh doch hoch! Ja. Ihr dürft nicht passieren. Meine Güte, wie nervig. Schön, dass wir hier jetzt die Befragung hätten, aber ich tue natürlich die Befragung noch nicht machen. Ich will erstmal, wie gesagt, das bringt halt nichts. Es sei denn, jetzt kommt plötzlich doch noch ein Abschnitt dazu. Nö. Wir stehen und fragen,
müssen den Opfern der Zunft beim Gerichtshof vorgebracht werden. Die Nichteinhaltung dieses Dekrets wird mit Kerkerhaft bestraft. Alle angelegten Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. Okay. Es ist nicht so, dass es unmöglich ist. Wo ist der? Was willst du? Also. Nicht meine Schuld. Ich befolge nur Befehle. Wenn ihr euer Schiff zurück wollt, wendet euch an das Gericht. Darum geht es mir nicht. Sondern? Siebrand hat beinahe 100 Schiffe beschlagnahmt. Was hat er vor? Eine Blockade. Sie sollen auf die offene See hinaussegeln, um einen Blockadering zu bilden. Warum? Will Salah al-Din von der Seeseite her angreifen? Nein, es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat. Damit Richard keinen Nachschub erhält. Warum sollte ein Verbündeter Richards ihn derart schwächen wollen? Okay. Ich weiß es nicht. Fragt Siebrand. Sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. Ah. Wo ist der nächste Aussichtspunkt? Ich sehe das gar nicht erst ein. So. Du bist mein! Le Seigneur me donnait la force dont j'ai besoin. Du bist mein! Gesundheit. Er muss mir irgendwo stecken. Boah, das war ganz knapp. Gott, hier sind aber auch ziemlich viele. Was wird das? Okay. Ja, das sind normale Templer. Das merkt man daran, dass es, dass die Templer, die wirklich den Templerorden gehören, nichts, aber das werde ich dich auch nicht retten. Nee. Hab's jetzt beschlossen, es ergibt dir keinen Sinn, das mehr zu machen. Hätte man sagen müssen, wenn man schon sowas macht, dann muss es auch einen zusätzlichen DNA-Balken geben. Oder irgendwas anderes, was man als Belohnung kriegt. Wie zusätzliche Skills oder so, aber irgendwie ist es dann ohne Bedeutung. Nur wegen den 100% mache ich das nicht. Ich bin kein 100%-Spieler. Zwar wäre das dann auch gut als Verteidigungseinheit, aber auf Dauer habe ich halt nichts davon. Weil ich werde die Stadt nicht wieder betreten. Höchstwahrscheinlich. Aha. Ein Taschendiebstahl. Werden wir das gleich als nächstes machen? Wisst ihr, es tut immer noch zählen. Ist ja nicht so, dass wir nicht genügend Leben aber auch haben. So ist es nicht. Sag ihm, ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Soldaten sich in mein Geschäft einmischen. Hör zu, alter Mann. Nein, ihr hört mir zu. Das ist mein Hab und Gut nicht seins. Selbst wenn Jesus Christus den Mann persönlich ermächtigt hätte.
Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Oh, das ist ja drollig. Er könnte nicht mal kleine Kinder befehligen. Ich habe gesehen, was er aus dem Hafen gemacht hat. Mich wird er nicht ruinieren. Lest einfach den Brief. Ihr werdet sehen, seine Bedingungen sind großzügig. Ach gut, ich werde mir sein Angebot anschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Und jetzt geht, hinfahrt. So. Ha! Ha! Ich hab den Brief. Schön. Dann hätten wir hier noch eine Attentat-Herausforderung auf gar keinen Fall. Nicht mehr, wenn das so viele Leute sind. Das ist sowas wie so ein Rennen, okay. Aber so Attentate, nein, ich bin doch nicht lebensmüde. Ja, dann lässt einen ja nicht durch. Ich hab's ganz richtig gemacht. Was macht der da? Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Ach, da komme ich nicht hoch. Ist der das Wahnsinn? Ein seltsamer Mann. Du bist mein! Ach, zieh mal einer an. Gott, was war das denn jetzt schon wieder? Höchstwahrscheinlich hat es. Ruhe. Das Problem ist, ich vermute stark, dass okay. Also definitiv wäre hier ein Mensch, der in Bedrängnis ist, aber... Geil! Ich bin ja nicht mal auf sie draufgefallen. Da bewerft sie doch eine Leiche mit. So. Also dafür, dass sie krank sein soll, übrigens hat sie noch eine gute Stimme. Nur mal so nebenbei. Ja, höchstwahrscheinlich ist es das Gebäude. Wenn er sich verletzt, was werde ich ihm nicht helfen?
Gott. Wie schwer ist es denn, bitte da hochzuklettern? Halt! Ihr dürft nicht passieren! Lol, normalerweise kommt die Melodie ja erst, wenn man was synchronisiert hat. Also wir haben schon zwei Informationen erhalten, jetzt fehlt nur noch eine. Ah. Oder ist das auch der Informanten der Herausforderung? Jo. Beides der Informanten der Herausforderung. Das bedeutet, irgendwo müsste noch eine dritte normale Herausforderung sein. Lol. Das war so nicht geplant. Jo, jetzt mache ich von der Stelle einfach mal den Todessprung. Ja, nee, ist klar. Oh. Oh, natürlich. Oh, ich habe das Synchronspunkt gefunden. Es war nicht so, wie ich hier gedacht habe, aber ich habe ihn gefunden. Da. Ernsthaft. Und wieder nicht das, was ich gesucht habe. Das ist so typisch. Mal ruhig bleiben, ja? Ich synchronisiere gerade hier. Nein, schon eine Belauschung. Gott sei Dank, wir haben endlich den letzten Punkt gefunden. Meine Güte. Wie gesagt, er ist garantiert da im Wasser. Das ist für mich so ziemlich sicher, weil das offensichtlich ist. Zum einen, weil er sowieso mit der ganzen Zeit mit den Wassergedöns hat. Zum anderen. Ist ja lustig, dass der Nobelviertel übrigens keinen eigenen Eingang hat und dass man entweder über das Königsarmviertel oder über das Bürgerviertel ins Nobelviertel muss. Dass sie keinen eigenen Eingang haben, wundert mich.
Ganz ehrlich, der ist doch gerade eben voll von der Treppe gefallen. Das war ich gar nicht. Ach Mensch, geht doch da mal weg. Wow. Es wird immer schlimmer. Seine Furcht kennt keine Grenzen. Er hat die Wachen verdoppelt. Niemand schläft mehr. Bis er den Hafen zu seinem Heim machte, war es nicht so schlimm. Er plant etwas auf See. Deshalb kam er hierher. Doch was? Was hat das zu bedeuten? Ihr beiden dort in der Ecke. Flüsternd und intrigierend. Nichts derartig. Wir haben nur was? Was habt ihr zu verbergen? Aber ihr irrt. Verfluchte Assassinen. Gewiss sind sie jetzt in der Nähe und beobachten uns. Findet ihr das amüsant? Tatsächlich? Nun lacht, solange ihr könnt! Verdoppelt die Wachen! Nun, welche? Na, alle! Wir haben nicht genug Männer. Findet welche! Ruft unsere Krieger vom Felde zurück, wenn es sein muss! Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Menschen! Okay. Gut. Damit haben wir die Hauptdinger. Wirklich viel besser stellst du dich aber auch nicht an. Der Blondschopf gehört aber zu den normalen Templern, also zu den Ordens, zu den bösen Templern. Sagen wir es mal so. Ja gut, letzten Endes ist es ja ein Orden. Und einige wenige haben sozusagen einen Unterorden im Unterorden gegründet. Ich will zum Hauptquartier. Wenn man das so nennen darf. Er muss den Verstand verloren haben. Nein, den Halt. Ja, ich möchte zum Informantenbüro. Bin ich jetzt so blöd dafür? Ach, nehme ich die Treppe. Es ist nicht so, dass es keine Möglichkeit gibt, dorthin zu kommen. Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Okay. Seid dessen sicher, Rafik.
Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Bin ich aber auch der Meinung. Und ich sehe gerade, dass es schneit. Gott sei Dank haben wir keinen Winterdienst heute. Gut. Schön. Ja, ich wusste es doch, dass das am Hafen ist. Und ist wahrscheinlich wird er auch über die über die Dinger fliehen. Es ist ja sowas von sicher. Gott. Oh, eine deutsche Flagge des deutschen Ordens. Das ist ja, glaube ich, für uns Deutsche erst recht lustig, aber naja, es ist synchronisatorisch richtig. Allerdings muss man dazu sagen, dass das nicht, eigentlich ist Deutschland völlig falsch. Weil der deutsche Orden, Deutschland existiert zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Es müsste der germanische Orden sein, also. Nervig. Da habe ich gar nichts gemacht. Der ist hinter der Mauer. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass ich dadurch hochklettern kann. Einfach ignorieren. Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein! Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr... vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren! Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben. Doch! Euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Oh, trotzig bis zum bitteren Ende. Seht ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher.
Okay. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen. Ihr seid wahnsinnig. Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Bleibt wachsam, Mann. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Ernsthaft. Ach Mensch, das ist doch Schwachsinn. Wenn sie einen starken Angriff kontern, ist ihr Gegner. Ich hasse diesen Ort. Mensch, warum kann Alter hier nicht schwimmen? Was macht dieser Narr da? Oh, das ist doch echt furchtbar. Vor allem mit der Steuerung. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Freunde. Also Wasser ist echter Feind eines Assassinen. Gott. Gott, Nervensäge. Tut mir nichts. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet.
Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Okay. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich, bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Seeblockade. Um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr. Von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen, unterwerft Städte, tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt und an die Sache geglaubt. Okay. Genau wie ihr. Ah. Also lasst mich am besten einfach mal durch. Ja, das ist halt auch so eine Theorie, ob es nach dem Leben einen Tod geht. Also die Templer glauben nicht dran. Oh. Genau. Okay. Gott, setz das da auf. Lass mich in Ruhe. Ach, Mensch. Oh Gott. Ah. Ach Mensch. Die Steuerung macht mich gerade fertig. Gott! Ja. Niemand mehr da? Sind die alle abgehauen? Gut. Ach, Mensch. Das reicht's.
Och Mensch, wo ist denn das? Okay, jetzt reicht's. Lass mich einfach rein, meine Güte. Furchtbar. Alter, ihr habt arges Aufsehen erregt. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau, das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Seid ihr wohl auf, mein Freund? Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein. Aber hab Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Okay. Was, wenn ich Unrecht handelte, wenn diese Männer nicht den Tod verdienten, wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens. Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. Naja, wenigstens haben wir damit auch die zweite Stadt befreit. Puh. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnisabschnitt. Jetzt ist es halt nun mal so, dass wir... Ziel wurde eliminiert. Das wird immer lächerlicher, die DNA. Nee, aber ganz ehrlich, wenn es mir nichts mehr bringt, brauche ich es ja auch nicht mehr zu machen. Das ist jetzt meine Meinung. Nicht viel Zeit, Willing. Es ist wieder viel Zeit. Wo immer es steckt. Zeit ist zurückzuholen. Arbeiten. Und wenn Sie fertig sind? Wir erledigen. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben Sie den Rest der Nacht für Sie. Okay. Dann interagieren wir damit. Also finde ich das trotzdem interessant für ihn. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein. Unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Ja. Alles möglich. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller.
Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Oh, ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretation. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? So, Leute, na doch, machen wir es noch. Ich möchte gerne den Bericht an Alualem weitergeleiten, ne? Fortsetzen. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den sich. Jetzt muss Fitter nach Jerusalem. Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Alter hier. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Alter. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen er und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen, Geistlicher. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift. Und vernehmen eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Alter hier. Bringt es jetzt zu Ende. Was ist das letzte Geschenk? Den DNA-Balken haben wir ja sowieso schon voll. Eine neue Fähigkeit erhalten. Schadensbereich. Neue Waffe erhalten. Extra Wurfmesser. Ah. Ah, ich glaube, wir können jetzt mehr Schaden machen. Gut, Leute, da würde ich sagen, an der Stelle beende ich den Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir den Oberboss, den Garaus, machen. Ich danke fürs Zusehen, Like und Kommentieren, wäre nett und lasst ein Abo da. Bis dann und schaue ja.